Das gefällt mir doch. Wollen wir mal. Karrierefahrzeuge 6. Gefahren eine Karrieredistanz 18,3 Kilometer. Längste Drift in der Karriere 85 Meter. Habe ich das gemacht? Frage ich mich. Auf den Geraden kannst du eine Menge Tempo machen, aber verpasst die Bremspunkte nicht. Du hast jetzt Rennspeed. Mach dich startbereit. Ich hab Rennspeed. Wenn du heute dein Ziel erreichst, wird der Presserummel enorm sein. Das war schlecht. Oh, Kollision darf ich auf jeden Fall nicht. Ah, Mann! Ich muss hier vorsichtig fahren. Ach, come on! Dann lass mich vorbei, dann habe ich keine Probleme mehr. Ich muss vorsichtig fahren, aber auch schnell. Schon, komm schon. Habe ich das? Ah, Mann! Ach, komm, dann fahren wir aber rechts vorbei, oder? Wow, wo geht's denn da hin? Nein. Boah, die Strecke ist ja mal ziemlich scheiße für sowas. Schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das? Nein! Mensch. Eine lange Strecke. Vollgas. Zwei Runden noch zu fahren. Mann. Du fliegst regelrecht. Wenn du weiter so schnell überholst, reicht es für den Sieg. Wow, 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 jetzt geht's aber ganz... Wow, jetzt geht's aber ganz richtig ab. Kombinierer, Mann. Muss ich echt an den Wagen? Ich glaube, den schaffe ich nicht. Okay, muss man echt darauf achten, dass man nichts berührt. Das schaffe ich auch nicht. So, jetzt. Go, 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 go. Zack, letzte zack. Runde. Gib alles, was drin ist. Lass mich vorbei. Die Gegner sind da, um überholt zu werden. Gut gemacht. Wow, war das haarscharf. Okay, das war scheiße. Links. Rechts. Komm. Zack. Schaffen wir den? Ah, nicht geschafft. Na komm. Scheißen wir jetzt drauf. Wir sind ja noch Erste. Was hat der mir eigentlich für ein Ziel gesetzt? Das habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Naja, muss ich beim nächsten Mal darauf achten, was der Typ mir für ein Ziel gesetzt hat. Go, go. Das Ziel. Auf Punkte machen. Jawohl! Ziel erfüllt. Ah, okay. 21.200 Punkte. Ich denke mal, das ist für den Anfang nicht schlecht. Gleich das erste Überhol-Event im Sack. Hat 7.900 Punkte gemacht. Was ist das denn? Hätte ich auch schwer stellen sollen? Oder vielleicht kommt das noch ein bisschen hart. Errungenschaft freigeschaltet. Glänzende Aussichten. Und die Fans steigt von 9000 auf. Ja. Von nein. Wie auch immer. Mit dieser Leistung haben wir auf uns aufmerksam gemacht. Ja, ja. Wirf einen Blick in dein Newsfeed. Newsfeed? Was für ein Newsfeed? Wo ist der Newsfeed? Hä?
mich verarschen? Ach, keine Ahnung. Du hast mit deinen Leistungen einen Hersteller auf dich aufmerksam gemacht, der dir ein neues Auto leihen möchte. Wenn du die vorgegebene Zeit unterbieten und zeigen kannst, dass du gut mit dem Auto zurechtkommst, kannst du es behalten. Das klingt nicht schlecht, oder? Bei Fahrzeug-Challenges kannst du zusätzliche Autos für deine Garage gewinnen, die du dann bei anderen Events nutzen kannst. Du musst nur die vorgegebene Zeit unterbieten. Dann gehört das Auto dir. Tun wir das doch. Wollen wir uns das Auto mal anschauen. Oh, der Sound war aber jetzt nicht schlecht. Sieht zwar nicht so toll aus irgendwie, aber naja, das ist der Wagen halt. Aber ich muss schon sagen, die Sounds in dem Spiel sind mega. In Miami musst du die Kurvenausgänge gut erwischen. Wenn du schlecht aus den Kurven kommst, rächt sich das auf den Geraden. Das stimmt. Ah, Mann. Gib dein Bestes, Mann. Ich will unbedingt dieses Auto haben. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier erreichen. Schön hier. Ja. Okay. Ah, ich hab doch links fahren müssen. Relativ gut genommen, die nicht so. So, eine Linkskurve. Recht stark. Wow. Keine Kollision. Leichte Linkskurve und dann gibt es jetzt eine ganz starke Rechtskurve. Okay. Der Wagen steuert sich echt gut, muss ich sagen. Und das Handling ist auch ganz gut. Besonders beim Driften. Okay, das hat mich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Aber ich sollte dieses nochmal tun. Wo war es? Hier war es. Hier. Ich weit mal zurückspulen kann, das ist schon krass, ne? So. Oh mein Gott. Ziel erfüllt. Egal. Wagen im Arsch, macht ja nichts. Fahrzeug haben wir freigeschaltet. Ganz starke Fahrt. Patrick lässt das Schmuckstück gleich in unsere Garage bringen. Das ist kein Schmuckstück mehr. Das ist Schrott. Ohne muss nichts los. 2 von 5. Fette Beute. Jawohl. So, wie viele Fans haben wir jetzt dadurch verloren? Oh ja. Sogar Hans. Hast du gesehen, was passiert, wenn man alles gibt? Du hast jetzt ein neues Auto zur Verfügung. Leg weiter so gute Zeiten hin, dann haben noch mehr Hersteller Interesse daran, dass du für sie unterwegs bist. Das ist gute Werbung. Und du hast sicher Freude an deinem neuen Spielzeug. Wollen wir nochmal die Onion. So. Ach so, hier kann ich weitergehen. Ah, okay. Mal nach Chicago Rennen, 4 Runden. Bei einem Sieg beim Event Chicago Rennen wächst die WSR-Quellengemeinde um 2500. Nicht schlecht. Welchen Wagen nehmen wir denn? Leistung. Tun die sicher nichts. Top Speed hat der mehr. Was hat der hier weniger? Egal, wir nehmen dann diesen Nissan. Ich glaube, da war eine lange Gerade. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Lupsige LMV, yay. Jo, die kennen wir, die Strecke. Au, war der schlecht. Der Start war richtig mies. Vielleicht lag es auf dem Auto, keine Ahnung. Böse, direkt mal die Stoßstange verloren. Komm schon, ich bin eh nix.
ist der denn getriftet? Mach mal Platz. Kommt der King. Mach die Tür zu. Ach, geht doch. Au. Das tat weh. Bisschen mehr abbremsen. Okay. Ich hatte immer noch viel zu viel Speed drauf. Egal. So. Besser als vorher war es trotzdem. Irgendwie will der Wagen nicht mehr so. Komm schon, komm schon. Ich will den hinter mir haben. Ich stürze voll. Oh mein Gott. Okay, den haben wir. Jetzt brauche ich aber trotzdem noch den anderen. Jetzt hat er mich hier fast... Oh mein Gott. Oh, wie weit vorne der ist. Wie Scheiße, die ich da gebaut habe. Okay, das war gut. Das war auch ganz okay. Ich war Papier rumgefahren. Das ist Flyer. Auf jeden Fall in der nächsten Runde. Ja, vom Windschatten, das noch so wirklich hinhaut. Stört jetzt hier. Oh, das war knapp. Schaffen wir das? Ja, haben wir. Das haben wir. Jawohl. Das ist noch nicht mehr außer Hand geben hier. Scepter. Oh ja. Man könnte hier eigentlich komplett runterdriften. Anderen Wagen werde ich das bestimmt irgendwann mal versuchen. Jawohl, das haben wir hingekriegt. Das war anstrengend am Ende noch. Uiuiui. 3,27. Yeah. Gegen Camaro. Aha. Weiter. Klar, der beste meiner Freundesliste, aber ich spiele das ja auch im Moment noch nicht. Der Slater spielt das, glaube ich, erst jetzt im Laufe des Tages. So, wie viele Fans haben wir? War das nicht 2500 oder so? Jawohl. Wir können die WSR erst starten, wenn unsere Fangemeinde groß genug ist. Du hast noch eine offene Einladung von New Union.